So, hallo zusammen. Wir sind hier im dritten Video von unserer Videoreihe mit Zen Beats und wir haben Drumbeat, wir haben schon eine Bassline eingespielt und in diesem Video machen wir heute eben ein Sample-Instrument und spielen darüber. So, wir hören uns nochmal kurz den Beat an. Alles klar. So, dann machen wir mal Instrument Rack und starten mit Sample Verse. Sample Verse ist sozusagen das Sample-Instrument von Zen Beats. Und wenn wir dann Doppelklick machen, dann haben wir das sozusagen hier reingeladen. Und ihr seht hier drei Reihen. Es gibt einmal Play, einmal Edit, einmal Record. Und wenn ich jetzt hier wieder auf meinem Keyboard was drücke, dann hört ihr schon was. Und zwar in diesem Edit-Bereich gibt es hier zwei Oszillatoren. Das sind Klangerzeuger. Die de deaktivieren wir jetzt mal. Und wir gehen mal in den Record-Bereich, weil wir was aufnehmen wollen. Und ihr seht schon, hier schlägt schon der Pegel aus. Zusammen mit dem Mikrofon-Input sozusagen, wenn ich hier spreche, hört ihr den Pegel. Und wir können hier auf Record klicken und können hier irgendwas aufnehmen. Irgendwas aufnehmen, irgendwas aufnehmen. Genau, und ihr seht schon, das ist ein sehr kurzer Auswahlbereich hier. Also das ist wirklich gedacht, um hier so kurze Samples aufzunehmen. Und was wir zum Beispiel mal aufnehmen. So. Okay, und ich kann es jetzt hier auch hier direkt auf dem Keyboard spielen. Und ihr hört, bei einem Schnalzer sozusagen gibt es ja zwei Elemente. Also, die so hintereinander eben schnell schnalzen und ich möchte jetzt aber nur den zweiten. Genau, so passt es für mich. Und wenn ich jetzt in den Edit-Bereich wechsle, dann fragt er mich hier, do you want to add the recorded samples to this preset? And I say yes. Ich will diese Aufnahme, die ich gerade gemacht habe, hier zu diesem Preset hinzufügen. Preset ist sozusagen einfach die Zusammenstellung an diesen ganzen Modulen, die wir hier in unserem Sample-Verse finden. Huch, okay, das klingt anders. Warum klingt das anders? Also, dann können wir mal hier bei Play gucken. Hier gibt es noch einen Arpeggiator, einen Filter und einen Reverb. Was ist das jetzt? Also, erstmal, warum es anders klingt. Fangen wir von rechts an. Der Reverb. Wenn ich hier draufklicke, klingt es viel trockener. Und wenn ich ihn wieder anmache, genau, das ist der Reverb, den man hier hinzufügen kann. Und dann gibt es noch einen Filter. Okay. Und wir haben ja auch noch einen EQ und einen Drive, also eine Verzerrung. Vielleicht ein bisschen. Und dann, was ist der Arpeggiator? Hä? Okay, ich drücke einmal und der spielt schon das komplette Pattern. Magic. Und dann haben wir hier noch verschiedene Parameter. Oktave. Da springt er sozusagen einmal von diesem Ton zu diesem Ton. Das ist eine Oktave. Eine Oktave besteht aus 12 Halbtönen. Und springt er eine Oktave hoch. Macht das Pattern schneller. Macht zum Beispiel hier andere Rhythmen mit anderen Presets. Okay.
Alles klar. Dann würde ich sagen, dann testen wir einfach mal, wie das mit dem Beat zusammen klingt. Okay, stabil. Dann können wir nochmal in den Sampleverse gucken und können vielleicht auch noch schauen, vielleicht verändern wir noch was. Wir können natürlich auch noch einen zweiten Sound aufnehmen. Zum Beispiel, ich habe hier auch noch hier so eine Flasche rumstehen. Und damit nehme ich jetzt einfach mal einen Sound auf. Wichtig ist hier auch, dass man den Luftstrom, der sozusagen dann geradeaus, dass er nicht direkt ins Mikrofon geht, sondern eben so leicht vorbei. So. Da kann ich jetzt zum Beispiel auch überlegen, ja, okay, ich will. Okay, cool. Dann wechseln wir wieder zu Edit. Drücken, yes. Wir können jetzt auch noch hier zwischen den zwei Samples die Lautstärke. Okay, und ich mache jetzt mal noch den Arpeggiator aus. Ich will es mal so spielen. Okay, cool. So, das ist unser erstes Sample-Instrument. Ihr könnt einfach Record klicken, einfach loslegen und damit rumprobieren. Gut, dann viel Spaß dabei und in den nächsten Videos lernt ihr, wie man aus so Beat-Elementen dann einen Song baut und wie man die Sounds noch geiler kriegt. Genau, viel Spaß dabei und bis dann.